Der Königsbergplan von Alexander Weiß. Januar 1945. Der eisige Wind spielte mit den blonden Locken der jungen Frau, doch sie nahm dies genauso wenig wahr wie das unendliche Elend der Flüchtlinge, welches am Hafen der Hauptstadt Ostpreußens herrschte. Sie stand auf dem Oberdeck des Schiffs und hielt sich an der Reling fest, die Hände vor der Kälte geschützt durch elegante Fingerhandschuhe aus rötlichem Leder. Sie fühlten sich warm und vor allem geschmeidig an, so dass sie den kleinen Revolver in ihrer Tasche ohne Einschränkungen benutzen konnte, wenn es sein musste. Angespannt beobachtete sie die Verladung der letzten der insgesamt 40 langen und für ihre Größe erstaunlich leichten Holzkisten auf das Transportschiff. Jede Kiste war mit der Aufschrift »Museumsgut Foch, Königsberg, unbefugtes Öffnen strengstens verboten« versehen worden. Darüber prangten ein deutlich sichtbares Hakenkreuz und der Reichsadler, was der Operation auf dem kurzen Weg vom Schloss bis hierher zum Hafen einen gewissen Schutz hatte bieten sollen, genauso wie die gefälschten Papiere in ihrer Tasche. Mit einem festen Griff um die Reling versuchte die junge Frau aufwallende Furcht zu unterdrücken. Ob dieses Himmelfahrtskommando überhaupt eine Chance hatte? »Wir haben keine Wahl«, verdrängte sie die Zweifel. Kapitel 2. Vom Brandenburger Tor bis zum Bundeskanzleramt waren es nur wenige hundert Meter. Im siebten Stock der deutschen Regierungszentrale wanderte der Blick der Kanzlerin grübelnd über den von ihr liegenden Bericht des Bundeskriminalamts, den sie bereits zweimal durchgegangen war. Es handelte sich um ein Dokument der Hilflosigkeit, wie sie es noch nie zuvor vorgelegt bekommen hatte. Der Polizeibericht bezog sich auf die Überwachung einer Wohnung in Berlin-Mitte. Das 100 Quadratmeter große Apartment befand sich in einer gehobenen Wohnanlage und war nach allen Regeln der Kunst verwanzt worden. Ungläubig hatte die Regierungschefin gelesen, dass jeder Raum mit drei winzigen, über Funk gesteuerten Mikros überwacht wurde. Selbst der Balkon, das Treppenhaus und der Kellerbereich waren von den Abhörspezialisten des BKA nicht sicher gewesen. Die Telefonüberwachung umfasste das Festnetz und die zwei Handys. Das Haus selbst wurde von einem vierköpfigen Team observiert, Ablösung alle 6 Stunden. Die Kanzlerin massierte sich die Schläfen. Dass kein Beamter unter dem Bett gelegen hatte, war alles. Das Papier verzeichnete auf die Minute genau sämtliche Geschehnisse, die sich gestern Abend in der Wohnung zugetragen hatten. Es gab exakt 2 Eintragungen. 21.58 Uhr, Ankunft der Rechtsanwältin. 22.13 Uhr, Duschgeräusche. Um 22.26 Uhr brach das Protokoll mit dem lapidaren Eintrag ab, Ende der Überwachungsmaßnahmen. Bedächtig spreizte sie ihre Finger, drückte die Fingerkuppen ihrer Hände gegeneinander und ließ die Hände dann nach unten kippen. Sie betrachtete gedankenverloren das so entstandene umgedrehte Dreieck und stieß langsam den Atem aus. Doch immer konnte sie es kaum glauben. Irgendjemand hatte dem BKA gegen 22 Uhr den Befehl erteilt, die Überwachung der Rechtsanwältin abzubrechen. Daraufhin waren die Polizisten vollständig abgezogen und auch die elektronische Wohnungs- und Telefonüberwachung war unterbrochen worden. Und selbst Stunden später war das BKA noch nicht einmal in der Lage, ihr zu melden, von wem die fatale Weisung stammte. Der Abzug des Überwachungsteams, so konstatierte der Verfasser des Berichts, erfolgte aufgrund einer mit der Staatsanwaltschaft abgestimmten Anordnung des Innenministeriums. Um genau 22.09 Uhr war die mysteriöse Meldung als vorschriftsmäßig kodierte digitale Nachricht vom BKA-Computer empfangen, entschlüsselt und als dringliche Weisung für die Einsatzleitung identifiziert worden. Keine 20 Minuten nach dem Eingang der Anordnung über das BKA-Intranet hatten sich die Polizisten bereits vollständig zurückgezogen. Dies war das Todesurteil für die Rechtsanwältin gewesen. Und nun musste die Kanzlerin jemanden finden, der ihre Aufgabe übernehmen konnte.